Du möchtest Gnu überraschen? Dann musst du nur den Like- und Abo-Button krachen lassen. Vielen Dank an Sarah Blell für dieses epische Intro. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie auch Ihr Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Schallöchen, meine lieben Popöchen, willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir auf unfassbar coole, kreative, lustige und auch gruselige Sims-TikToks reagieren, die liebe Anna von Instinct für mich rausgesucht hat. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Wir haben heute die tolle Croissant-Füllung von ultra geiles Zeug und wusstest du noch nicht. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, diesen Frühling zu Ostern kommt eine neue Merch-Kollektion aus meinem Shop raus, zu der ich sagen muss, dass es eigentlich so die coolste überhaupt ist, die ich jemals rausgebracht habe. Deswegen seid gespannt. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, ich mache momentan eine 90-Tage-Challenge. Ich habe schon das erste Drittel geschafft. Auf Jazz Indeed schaut da gern vorbei. Vielleicht wollt ihr ja sogar mitmachen. Deswegen trage ich jetzt extra weite Sachen, damit ihr vom Vorher-Nachher-Ergebnis einfach unfassbar geflasht seid. So, jetzt fangen wir an. Ich bin gespannt. Let's go und rein geht's. Hier baut jemand was unfassbar Geiles, Kreatives. Let's go. Allein ein Haus in einem Meer zu bauen, ist einfach schon so eine geile Idee, auf die ich nie kommen würde. Wie geil ist diese Idee, bitte? Ich kann euch einen Rat geben, das habe ich letztens gemacht. Ich habe extrem viele Innenarchitekten und Architekten angeschaut auf YouTube und da kam ich auf so coole Ideen, wie man Häuser bauen kann. Weil ich baue meine Häuser halt immer total Standard und nicht so wie in dem Video. Ey, ist das mega. Ich glaube, dass die Objekte, schreibt es in die Kommentare und mich täusche, nicht aus dem Spiel original sind, oder? Die sind wahrscheinlich auch runtergeladen, aber es sieht einfach übel geil aus. Es wird einfach immer besser. Okay, kann ich das Haus irgendwo runterladen? Von Honey Mason? Bestimmt, oder? Ey, das sieht so cool aus. Allein diese Wand hier, auf diese Idee würde ich gar nicht kommen. Also ich muss auch sagen, die Möbel sind halt auch extrem geil, ne? Und das hier, die Schaukel, Hammer. Boah, mega, mega geil. Ich hoffe, das kann man runterladen, ich werde es abchecken. Das ist halt das Geile, man kann halt in Sims extrem kreativ sein, da fehlt mir die Kreativität auf jeden Fall. Das kam unerwartet, oh mein Gott, oh Gott. Geht das überhaupt? Warte mal, das sind ja die Augen draußen, oder? Das ist halt schon richtig übel, ne? Warte mal, hier sind doch die Augen raus, oder? Wie geht denn das? Geht das mit einem Mod, oder? Ja, das sind die Augäpfel draus. Das geht doch... Ja, so ist es, wenn man jemand auf Tinder datet, ne? Oh mein Gott. Es ist wirklich so ein Tinder-Date. Oder generell jemand auf Instagram datet. Die Leute sehen komplett anders aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das geht nur mit Mod. Wir kennen ja schon einige Kniffe. Vielleicht ist hier was dabei, was wir noch nicht wussten. So, Nummer 1. Oh, nice. Das wusste ich noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Ich dachte, ich weiß alles. Wie nice. Also, ihr könnt, wenn ihr Plus drückt und ein Objekt rausnimmt, die Farben durchklicken, was extrem cool ist, weil wie viel Zeit habe ich damit verbracht, irgendwo nur die Farben durchzuschauen und gar nicht alle auszuprobieren, weil ich keine Lust hatte, immer wieder das Objekt rauszuziehen auf Plus. Das wusste ich. Das habt ihr mir beigebracht, dass ich Dinge groß und klein machen kann. Genau, und hier seht ihr, das Item fügt sich halt immer nur in dieses Quadrat ein. Wenn ihr F5 drückt, dann könnt ihr quasi einzelne Steps gehen. Das ist cool. Das wusste ich auch noch nicht. Das wusste ich. Wenn ihr Shift drückt, könnt ihr die Sachen ineinander kopieren. Das ist auch mega nice. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das wusste ich. Ich hätte gedacht, ich weiß alles. Wie geil. Wie kommt man auf sowas? Vor allem ist auch ein Objekt, das könnt ihr einfach, das habt man ja. Das ist mega nice, ey. Ich glaube, wir müssen bald wieder Sims spielen und das alles nachbauen. Das Haus von vorne im Wasser mit der Dusche. Ich möchte das nachbauen. Wie geil. Ey, das sieht ja richtig cool aus.
Richtig, richtig nice. Wie kommt man auf solche Ideen, ey? Ich würde, man kann in Sims so cool bauen und ich bin nicht kreativ genug. Lifehack für die Sims 4. Damit die Sims genauso aussehen wie du. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen in Make-up. Okay. Auch wenn du ein Junge bist, geh in Make-up und dann... Oh Mann. Und dann sehen wir aus wie ein Clown und sieht's aus wie wir. Wie geil ist das denn? Deine eigene Musik in Sims in Radiostationen hinzufügen. Das wusste ich tatsächlich. Da habe ich auch in einem Video schon in meinen Sims Lifehacks das schon gemacht. Hier der Clip dazu. Nächstes Lied. Ich erkläre es euch auch im Video, deswegen checkt es euch dort gerne ab. In-Pool-Seating. Oh, cool. Im Pool soll man jetzt sitzen und chillen können. Also allein mit diesen Sachen habe ich ja immer so extreme Probleme, ne? Wie ich irgendwas tief baue. Boah, wie geil ist das denn? Wie kommt man denn auf so eine Idee? Was tut sie da? Wie geil. Ey, ich sehe schon, wir müssen echt ein Haus machen, wo wir diese Sachen nachbauen. Das ist so cool. Geil. Ich habe auch noch nie so ein Holzbrett einfach verwendet. So, wofür auch? Man benutzt ja immer nur die fertigen Möbel. Richtig, richtig nice. Wow, mega nice, ey. Das ist so cool. Ich glaube, das sind auch alles Objekte, die in dem Spiel enthalten sind. Geil. Jetzt bin ich aber gespannt, ob da auch wirklich jemand drin sitzen kann oder ob es eine Deko ist. Ja, nice. Wie cool sieht das denn aus? Ey, jetzt müssen wir alles nachbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn das? Wieso umarmt er den wie ein Mensch? Ey, das ist ja richtig gruselig. Oh ja, wieder so eins. Es sieht so dumm. Oh mein Gott, es sieht so dumm aus. Dinge, die alle Sims 4-Spieler hassen. Ja, wenn Gäste den Geburtstagskuchen essen, bevor überhaupt die Kerzen drauf sind. Ja. Ja, irgendwelche random Sims, die kommen und deinen Müll umkicken. Das würde mich aber im echten Leben auch richtig triggern. Sims 4 hat ein Update gebracht, wo man dieses Terraforming machen kann. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe mir noch nie einen eigenen Teich gemacht, tatsächlich. Ich kann Häuser mit Wasser voll machen? Das bringt mich auf eine neue, abartige Sims-Idee. So, sie spielt einfach so ganz normal Sims 4 und dann bemerkt sie, dass es quasi die Option gibt, Toilettenpapier oben und unten. Echt? Das wusste ich gar nicht. Wie muss das Toilettenpapier sein? Ich bin immer der Fan davon, weil viele sagen, ja, aber da kommt der Pipi nicht dran. Der Pipi kommt hier genauso dran. Ne? Also hier, wenn hier irgendwas drüber sprenkelt, dann werdet ihr das ja auch verwenden. Ich bin eigentlich der Fan davon. Ich bin immer irritiert, wenn es umgedreht ist. Warum tut man das eigentlich? Ich weiß es nicht. Erklärt es mir. So, das TikTok hier lief, ging viral. Okay. Okay, krass. Macht halt einfach mal ein Baumhaus, oder? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay, ich verstehe, dass dieses Video viral ging. Wie kommt man auf sowas? Das sieht so nice aus. Kann man das downloaden? So, Leute. Sims 1, ja. Hab ich damals gespielt. Ich war damals eine der Ersten. Ich habe es direkt am ersten Tag an Release gespielt. Es gab nämlich die Information, hey, da kommt ein Spiel raus. Da kannst du Blumen gießen. Damals war das einfach so der Hit. Sie zeigt das Gruseligste, was es Sims 1 gab. Ja. Ein Einbrecher. Das war so gruselig, wie das... Also, du hast dann geschlafen, du konntest nichts machen, wenn du keine Alarmlage hast. Du musst einfach gucken, wie der dich ausraubt. Ich glaube, es gibt gar keine Einbrecher mehr in Sims 4, oder? Ja, das war richtig ätzend. Du hast gesehen, wie der sich bedient an deinem Zeug und du konntest nichts machen. Ist das geil. Ach, Nostalgie, Leute. Nostalgie. Nostalgie. Ja, fühle ich sehr. Animal Crossing in Sims-Charakteren. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, wie cool. Halt, nicht so schnell. Ich will sie haben. Hey, den Charakter hätte ich selber gerne. Mega nice. Ist das cool. Das ist voll die coole Idee. Und der Tom Nook. Der sieht aber zu freundlich aus. Tom Nook hätte man noch ein bisschen anders machen können. Der sieht zu sympathisch aus. Ja, geiles Geld. Nice, coole Idee.
Sims-Alternative. Da haben mich so viele Leute drauf angeschrieben, Leute. Alter Life. Das soll richtig realistisch und krass sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Boah, wow, das sieht cool aus. Oh, nice. Oh, nice. Das induktionsverhältnis Essen sieht da voll gut aus. Oh mein Gott, wie krass. Die Haut, ey, da kannst du dich ja 10 Stunden im Editor tot editen, ey. Boah, sieht richtig cool aus, ey. Allein das Sofa. Ja, die machen halt genau das, was bei Sims fehlt. Allein so Kissen und sowas hinzulegen, wie du willst, mehr Freiheit zu haben. Der Editor ist halt echt krass. Eigentlich das, was wir seit Jahren von Sims 5 erwarten oder warten. Ey, das ist so cool. Okay, ich brauche dieses Spiel. Er hat etwas sehr Gruseliges in Sims 4 gefunden. Was man anschauen muss. Okay, www.unlockrandomsentimentson. Okay. Mhm. Wir gehen zu Evergreen. Mhm. Okay, dann soll man da hin. Die Zeit muss 11:30 sein, ja. Dann paust du um 11:30 Uhr. Dann gehst du da lang, ja. Und dann gehst du zu diesen zwei Bäumen. Mhm. Und dann zoomen wir in den einen. Was ist denn das? Warte mal. BB. Unlock. Random. Sentiment. On. Hier, Evergreen Harbor, ja. Wir warten jetzt mal bis 11.30 Uhr, gucken, ob was passiert. Jetzt, so. 11.30 Uhr. Wir machen das genauso wie er. Hier sind die ganzen Bahnhöfe. Hier sind die zwei Bäume und wir sehen nichts. Ich bin zum Geheimlabor in Sims gegangen und in Strangerville und dann wurde der Sims besessen. Ey, es ist gruselig. What the f***? Ey, das ist ja richtig gruselig. Habt ihr das schon mal gemacht? Oh mein Gott. Sie importiert ihr echtes Gesicht in Sims. Boah, da bin ich jetzt gespannt. Let's go. Ganz schön aufwendig, ne? Sie macht sich sogar ihre Muttermale hin süß. Das wird als Make-up aufgetragen. Wie geil. Ist das cool, ey. Das würde ich auch gerne können, aber ich kann es nicht. Okay, dieser Hund wird jetzt ein Hase werden. Ich bin sehr gespannt. Überzüchtung des Grauens, ey. Oh mein Gott. Überzüchtung des Grauens. Das sieht ja schrecklich aus. Oh mein Gott. Sims in Real Life und zwar mal richtig krass. Allein diese Tür sieht schon richtig Sims-lastig und geil aus. Ey, wie nice ist das gemacht, ey. Krass. Wie geil. Wie geil, die haben ihn sogar in die Sprechblase reingemacht. Also ich habe damals auch Sims mit Maxi und Drew gemacht. Wir wollten aber absichtlich jetzt nicht, dass so Sims-lastig aussehen, sondern wir wollten einfach zeigen, wie schwierig es wäre, das im echten Leben so zu machen, weil es halt einfach sinnlos ist, in unserer Echtzeit so lange rumzuchillen, wie die Sims es machen. Ist das geil. Wie nice. Es ist halt wirklich so, ne? Die Sims haben halt immer irgendwas. Oh. Wie geil sie ihn da oben wieder eingefügt haben. Nice.
Oh, geil. Ja, wie geil. Ey, was für eine coole Aufnahme allein schon, ne? Sie stellt halt einfach ihren Teller auf den Boden, was halt auch niemand machen würde. Da steht sogar schon noch mal einer jetzt. Ach, wie geil. Ist das gut, ey. Und er muss aufs Klo, süß! Oh mein Gott, ey. Das ist halt wirklich wie ein Sims, ne? Das ist einfach wie so Verrückte. Oh nein! Er hat Pipi gemacht! Jetzt haben wir noch Real-Life-Sims im Creator-Modus. Geil. Ey, das sieht ja richtig, richtig gut aus. Ja, Leute, das war's von ultimativ coolen, kreativen und mega nicen Sim-TikToks. Wenn ihr weitere Mythen und Sonstiges von Sims kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr weitere coole Ideen habt von den Sims, würde ich mich darüber auch sehr freuen. Über viele Daumen nach oben, ebenso, und ein Abo. Dankeschön und jetzt raus!